Wer ist da so günstig am Essen? Das ist unser kleiner Wurmilein. Und wo gehst du jetzt wieder hin? Wieder raus. Kuschi, ich wollte dich gerade aufnehmen. Du hast voll geschnarcht. Ha? Wie ich, Kuschilein. Ja, mein Mädchen. Sie hat richtig geschnarcht, so. Ungefähr so. Ja, sie liegt da halt auch nicht so perfekt, ne? Das sieht sehr unbequem aus, Kuschi. Ich bin heute wieder den ganzen Tag alleine. Und der Jengis ist arbeiten. Morgen bin ich dann den ganzen Tag im Laden, von morgens bis abends. Und der Jengis ist in Koblenz bei seinem Kumpel. Und ja, morgen kommen ja auch die Männer wegen der Hecke. Ich bin mal auf das Ergebnis gespannt dann, wenn ich dann abends nach Hause komme, wie es hier aussieht. Zum Glück ist meine Nachbarin da unten und die kümmert sich so ein bisschen und schaut nach denen. Leute, und Thema Buchsbaum, weil auch die Pia geschrieben hat, dass der auch weg soll, aber guckt mal, der versucht wieder zu wachsen. Weil hier an der Seite waren vor ein paar Tagen noch keine Blätter, aber der versucht sich wieder zu erholen. Ich habe ihn mal ein bisschen geschüttelt und da kamen tatsächlich ein paar Falter raus. Schaut mal, hier wächst er auch ganz schön. Also, ich bin eigentlich guter Dinge, dass er vielleicht noch mal wird und sich erholt. Was sagt ihr? Er sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Ist halt hier auf die rechte Seite. Ach, das wird schon. Der schafft das. Digi, du schaffst das. Schaut mal. Die Wespen und die Bienen haben den ganzen Nektar ausgesaugt von den Lavendel. Die sehen so blass aus. Der hier sieht noch gut aus. Ne, die sehen alle so. Ja, bis auf der sieht auch noch ganz okay aus. Und der sieht auch noch ganz okay aus. Ja, normalerweise ist hier alles voll mit Wespen und Bienen. Aber anscheinend ist hier nichts mehr zu holen. Guck mal, wie schön die Blumen hier gewachsen sind, die der Elias eingepflanzt hat. Warte, hier wächst ein bisschen Unkraut. Das hole ich mal direkt raus, damit es hier nicht wieder so abgeht. So. Hier wächst Löwenzahn oder was? Ja, das hole ich auch raus. So. Voll schön geworden. Hier sind noch Triebe rausgekommen. Die gefallen mir. Und hier muss noch Rasen gemäht werden. Ich finde, die rechte Seite sieht gut aus. So könnte es eigentlich die ganze Zeit bleiben. Und da ist es halt wirklich total trocken alles. Ja, wir haben eigentlich auch so eine Bewässerungsanlage hier im Boden. Die hat auch funktioniert. Da muss der Jengis sich mal drum kümmern. Aber es hat eigentlich auch genug geregnet. Und der Mais wächst und gedeiht. Neues Labyrinth für die Katzis. Hoi. Wo ist denn? Warum bis jetzt noch kein Video gekommen ist? Was denkt ihr, warum? Ja, der Bali ist natürlich nicht da. Aber wer ist immer da? Wer ist immer da? Das ist die Prinzessin. Die Kuschi. Hallo. Wulmi war auch bis eben noch hier. Der hat die ganze Zeit hier in der Wiese gelegen und geschlafen. Und zwar genau dort. Da ist auch der Abdruck. Aber vom Bali weit und breit. Keine Spur. Ja, ich mache mir auf jeden Fall jetzt einen schönen Abend und versuche mir nicht so viele Gedanken zu machen. Ich vermute, der wird so in 1, 2 Stunden kommen. Und wenn nicht, ist das richtig blöd, weil ich muss ja morgen früh
raus und zur Arbeit. Ne, Kuschi? Was sagst du dazu? Sag mal was dazu, Kuschilein. Du kleine Schnarcherin. Du sagst gar nichts, Kuschi. Aber deine Augen sagen sehr viel. Hm? Ja, ich warte jetzt noch mal ein bisschen. Ich habe ihn gerufen, gemacht und getan. Aber keine Spur. Ja, das Wetter ist auch schön. Ja, ich kann jetzt nur hoffen, dass er noch heute nach Hause kommt. Weil der Plan war ja, dass ich morgen die Katzen komplett einsperre zu Hause. Weil ja die Männer kommen wegen dem Garten. Also wegen den Hecken. Ja, Leute, so sieht's aus. Ich zeig mich heute nicht, weil ich aussehe wie ein Besen. Ach, da bist du doch wohl. Ich ruf dich und such dich. Aber da bist du ja. Mein Engel. Mein Dreckspatz. Guck mal, lass mich mal deine Pfoten zeigen. Lass mich doch mal deine Pfoten zeigen. Guck mal. Wie nennt man das? Daumenkralle oder wie nennt man das da? Guck mal, wie das aussieht. Geh mal deinen Bruder suchen. Hm? Den hier. Genau, mach dich mal auf den Weg. Du hast ein Vögelchen entdeckt, ne? Ich glaube, Bulmi hat ein Vögelchen gesichtet. Ist da ein Vögelchen, Bulmi? Nein, da ist kein Vögelchen. Wir warten jetzt zusammen hier auf deinen Bruder, ja? Was sollen wir auch sonst tun? Der kommt bestimmt gleich, Bulmi. Der kommt bestimmt gleich. Hm. Sollen wir ein bisschen spielen? Komm. Du bist doch viel zu faul. Hey, ein bisschen spielt er. Aber auch nur ein bisschen. Bloß nicht so sehr anstrengen, Bulmilein. Hm? Du bist ganz grün. An dein Pfötchen. Lass mal los. Lass mal los. Der sieht so süß aus. Der sieht so süß aus, Bulmi. Du bist wohlgenährt, Bulmilein. So ein hübsches Katerchen. So ein hübsches Katerchen, ne? Ich habe so ein Bedürfnis danach, ihn mal zu waschen. Obwohl, sein Fell geht eigentlich. Das sind nur die Pfoten. Der sah schon mal schlimmer aus. Gell, Bulmi? Ich frag mich, wo dieser Kerl ist. Also ich würde mal sagen, wenn er noch nach Hause kommt, dann komme ich heute Abend definitiv noch mal live. Wenn er nicht kommt, komme ich nicht live. Und wenn er mitten in der Nacht kommt, komme ich auch nicht live. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber macht euch keine Sorgen. Ich versuche mir auch keine Sorgen zu machen. Bringt nichts. Ne? Bringt hier gar nichts. So in der Woche so zweimal sucht er das Weite, wenn er die Möglichkeit hat zu entwischen. Ich habe jetzt auch mal wieder den Tracker ausgepackt. Und den wollte ich ihn eigentlich anziehen. Aber war nicht möglich gewesen. Dass ich weiß, wo er sich aufhält. Also ich weiß eigentlich ungefähr, wo er sich aufhält. Mir hat das ja auch jemand erzählt. Ich habe den jetzt komplett aufgeladen und werde ihm den nochmal dran machen. Und dann schauen wir mal, was so sein Revier ist. Da bin ich richtig gespannt drauf. Also eigentlich will ich es auch gar nicht wissen, sage ich ganz ehrlich. Das wird mich nur verrückt machen. Ich hoffe, der funktioniert jetzt wieder, weil ich ja mit der Firma am Hin- und Herschreiben gewesen bin. Das war ein Akt gewesen. Dann melden die sich tagelang nicht, dann melden die sich erst wieder nach anderthalb Wochen, dann schreibe ich wieder was zurück. Es ist manchmal echt ein Krampf. Die kann man ja auch nicht anrufen, alles über E-Mail-Verkehr. Ne, Wulmilein? So. Ich gucke jetzt auch das Deutschlandspiel später. Deutschland gegen Griechenland.
Und du bist so süß. Und du bist so süß. Und du bist so süß. Du hast so schöne Äuglein, Wulmilein. Nicht mich krallen. Nicht mich krallen. Der will mich wieder beißen. Guckt. Au. Aua. Ich beiß zurück. Ah, Wulmi, ich beiß zurück. Wirklich. Wir spielen hier und ich mache Spaß mit dir, aber du musst es nicht übertreiben. Ja. Ja, komm, du Faules. Komm, du Faules. Auf! Fauler Sack. Richtig fauler Sack bist du. So, ich muss gehen. Seine Niedlichkeit ist immer zu heftig. Kuschi, sagst du Tschüss? Gibst du Kuss? Gib mal Kussi. Gib mal Kussi. Kuss. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Und ich melde mich, sobald ich was Neues weiß. Tschüss.